Die erste Frage ist, wie entstand Ihre Liebe zur Musik? Okay, schwierige Frage. Das ist, bei Interviews wird das oft gefragt, aber man kann nicht sagen, dass das über eine lange Zeit entsteht. Es gibt keinen speziellen Grund. Ja? Man fängt an mit Musik zu machen und macht und macht und dann will man einfach nicht mehr es sein lassen. Man spielt und es ist die Welt, die einen erfüllt. Und wann haben Sie begonnen, Musik zu komponieren? Mein erstes Stück war mit spät, sehr spät, mit 10. Mit 10? Nicht sehr früh, mit 10, ja. Aber das ist gut. Naja, das ist nicht früh. Das ist viele Kollegen, viele von meinen Kollegen, die fangen früher an. Die fangen mit 5 an, 4. Also für mich, das ist eigentlich relativ spät. 10 Jahre ist spät. Also, können Sie uns bitte etwas über Ihre Ausbildung erzählen? Ausbildung? Ja. Ja, Ausbildung ist Musikhochschule. Ganz normal, Musikhochschule ist klar? Ja. Also Musikhochschule, hier Meisterklasse und normaler Klavierunterricht. Aber ich würde, wenn ich heute nochmal wählen könnte, würde ich keine Musikhochschule machen. Weil die Musikhochschulen und liebe Frau Professorin, die hört ja wahrscheinlich, aber das ist in der Kunst, das ist akademisch. Und im Prinzip Akademien und Schulen und Musikhochschulen zerstören die Kunst. Ziehen Sie bewusst einer normalen klassischen Komposition und erschaffen musikalische Strukturen aufgrund Ihrer Wahrnehmung. Wie würden Sie die Aufgabe des Komponisten in diesem Prozess definieren? Also erstmal, ich entziehe mich nicht der klassischen normalen Komposition. Im Prinzip ist es die Weiterführung der klassischen Komposition. Ich meine, was in der Romantik gilt, gilt nicht unbedingt heute. Also ich meine, wir haben Schönberg, Stravinsky in Russland, oder Prokofjew ist relativ früh, aber das war Stravinsky, der erste Sacre du Printemps, war ein Skandal in Paris, 1911, glaube ich, 1911 oder 1913. Und so sind das, ich würde eher sagen, ich öffne neue Hörgewohnheiten. Ich öffne die Türen zu neuem Hören, weil Musik existiert nicht in es gibt keine wahre Musik, die gibt es nicht. Wenn Sie Tchaikovsky, ich habe ein Projekt mit den Yanomami gemacht, wisst ihr, was Yanomami ist? Yanomami sind die Indigenen, Indianer, im Amazonasgebiet. Amazonas, Brasilien? Ja, ich verstehe. Ich denn. Sprech nicht zu schnell. Nein, ich verstehe jetzt. Ja. Wenn die Yanomami Tchaikovsky hören oder Beethoven, die lachen. Weil für sie ist das keine Musik. Für sie ist das, was ist das? Das ist haha, das ist lustig. Und so, weil sie die Hörgewohnheit nicht der westlichen Welt haben. Und jede Musik hat ihre Hörgewohnheit. Und ich denke, dass meine Musik nur eine andere Art der Hörgewohnheit ist. Also, es ist kein Entzug der klassischen Musik, würde ich nicht sagen. Ist es für Sie wichtig, dass der Zuhörer mit Ihnen die gleichen Gefühle bzw. Assoziationen teilt? Ach, dass der Zuhörer die gleichen Gefühle oder Assoziationen teilt? Ja. Nein. Jeder Zuhörer hat andere Assoziationen. Ich weiß nicht, wenn du Imagine von John Lennon hörst, für manche ist es ein Liebessong, für andere ist es ein politischer Protestsong. Oder wenn sie Pathetik von Tchaikovsky hören, ich nehme jetzt Tchaikovsky, weil sie aus Russland sind, dann ist für manche ist es sehr traurig und depressiv, für die andere ist es nur melancholisch oder wunderbar. Ja. Sie haben sich in einem Interview Bildhauer der Zeit genannt.
Wie würden Sie denn die heutige Zeit charakterisieren? Komplizierte Frage. Das ist eine gute Frage, aber die ist kompliziert. Ich glaube, ich würde sagen, rastlose Zeit. Rastlos. Und falsche Götter. Das sind so die Stichpunkte, die mir einfallen. Rastlos ist klar. Ja. Rasteilig. Keine Zeit. Ohne Geduld. Immer Kick. Drogen. Mhm. Also Kick ist immer, es muss immer was passieren. Es muss immer Action sein. Das ist unsere Zeit. Also. Und das ist jetzt eine westliche, zwischen Westen und Osten wahrscheinlich so ein Unterschied, Sehnsucht nach starken, starken Persönlichkeiten wieder. Wie würden Sie die aktuelle Lage der modernen Musikkultur beschreiben? Also meinen Sie also wirklich moderne, auch mit Popmusik oder mit Techno-Dance-Musik oder meinen Sie nur Kunst, zeitgenössische Musik? Ich denke mit Kunstmusik, ja. Nur Kunstmusik? Ja. Katastrophal. Katastrophal, langweilig. Kein Mensch interessiert sich dafür. Haben Sie schon mal vor dem Interview moderne Musik gehört? Oh, nein, ich habe keine Zeit zum Hören heute. Aber Sie hören Musik, oder? Ja, ich höre Musik. Natürlich. Genau, aber Sie hören keine zeitgenössische Musik. Oh. Und deswegen, nein, das ist nicht Ihr Problem, das ist das Problem der modernen Musik. Ja, und ich war, kein gestern, Mensch hören. Ja, ich war gestern auf einer AIDA-Oper. Nein, AIDA. Ja. Ja. Das ist aber nicht modern. Ja, das ist nicht modern, aber ich genieße es sehr. Sie lieben AIDA, wunderbar. Ja, AIDA ist gut, ja. Ja, das ist sehr gut. Und ich habe Musikschule beendet. So. Die Musikschule? Ja. Spielen Sie ein Instrument? Ja, ich spiele Klavier und Vokalklasse. Und singen? Ja. Was singen Sie? In Musikschule habe ich Oper und Operette gesungen. So. Aber keine moderne Musik. Aber keine moderne Musik, ja. Worin besteht Ihrer Meinung nach die Bestimmung der Musik? Es gibt keine Bestimmung. Es gibt keine Bestimmung für Musik. Also das war in der Renaissance oder vor der Renaissance wurde die Musik für Gott geschrieben. Im Barock gab es andere Gründe, aber es gibt keine echte Bestimmung. Die Musik heutzutage, es gibt für Tanzen, es gibt Funktionen, aber es gibt keine echte Bestimmung. Nein, würde ich nicht sagen. Sie lebt in den verschiedenen Ländern, Österreich, Portugal, England, Frankreich, Deutschland. Wie hat das Ihr Schaffen beeinflusst? Gar nicht. Tut mir leid. In Portugal vielleicht, weil ich habe meine Frau kennengelernt. Also das beeinflusst immer irgendwie das Arbeiten. Aber im Prinzip portugiesische Musik oder französisch oder das ist alles international. Also da ist die Szene das Gleiche. Also da würde ich sagen, nein, kein Einfluss. Also wir haben erfahren, dass Sie vorhaben, nach Russland zu kommen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? Waren Sie schon mal in Russland? Nein, ich war noch nie in Russland. Ich würde schon lange gern nach Russland einmal. Mhm. Aber ich habe es noch nie geschafft. Ich weiß auch nicht, ob es klappt. Also, aber mich interessiert, also Moskau, St. Petersburg natürlich, Moskau ist klar. Und mich interessiert immer Sibirien. Ich weiß nicht warum, aber immer Sibirien. Okay. Vielleicht, weil mein Opa, mein Großvater war in Kriegsgefangenschaft in Sibirien
Und irgendwie ist da eine mythische Verbindung. Ich weiß nicht, vielleicht ist da nur kalt, aber ich habe so eine Fantasie über Sibirien. Und sonst, also ich möchte irgendwann mal nach Russland, aber ob das so schnell klappt, weiß ich nicht. Das ist nicht so einfach. Und wie sieht ein durchschnittlicher Tag einen Komponisten aus? Mit Krise oder ohne Krise? Und zum Beispiel mit Krise. Mit Krise, frühstücken, nichts machen, nein. Also, aber wenn man arbeitet, normalerweise, man wacht auf, also ich wache auf, ich mache wie jeder Mensch Sport, bring mein Kind zur Schule und also die ganz normalen Sachen. Aber ich setze mich so 6 Stunden am Tag, setze ich mich zum Komponieren hin. Und ich komponiere oder programmiere, weil elektronische Musik, ich meine, ist ja auch viel Programmierung. Ich baue Instrumente oder ich mache Interviews, es gibt auch immer Interviews, oder ich gehe auf Konzerte. Oder also da gibt es viele verschiedene Dinge und was der Unterschied ist zum normalen Tag, ich kann wählen. Ich kann sagen, heute will ich nicht arbeiten, aber ich will immer arbeiten. Ich kann mir die Zeit frei einteilen, das ist super, das ist toll. Also ich genieße das, ich meine, in der Kunst verdient man ja nicht so viel Geld, also das ist ja nicht so schwierig, einfach. Aber das Leben ist ein Luxusleben. Ich empfinde es als luxuriös. Und was machen Sie am liebsten? Und gibt es etwas, was Sie nicht mögen in Ihrem Tagesablauf zum Beispiel oder Routine? Es gibt Sachen, die hasse ich. Ist beim Komponieren, oder? Ich hasse Noten kopieren. Noten sauber schreiben, das ist schrecklich, ich hasse es. Das ist vielleicht mache ich deswegen elektronische Musik, weil da braucht man nicht so viel Noten schreiben. Ich schreibe, aber diese Noten ganz sauber, die Partitur schön sauber machen, also, wow, das hasse ich, das ist schrecklich. Was ich besonders gerne mache, ist manchmal, also nicht immer, aber manchmal programmieren. Ich programmiere gerne, also elektronische Instrumente oder für mich selber extra Instrumente und solche Sachen. Das mache ich sehr gerne. Was ist an Ihrem Beruf am schwierigsten? Wie in jedem künstlerischen Beruf, Entscheidungen treffen. Wissen Sie, warum Programmieren so schön ist? Programmieren ist schön, weil es eine einfache Lösung hat. Ich weiß, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich weiß, es funktioniert nicht. In der Kunst gibt es kein Funktionieren. In der Kunst gibt es ein Publikum, ein Gegenüber, einen anderen Menschen. Und Musik oder Kunst oder das Werk wird ja für den anderen entworfen. Und wenn der andere kann sagen, mag ich nicht. Also es gibt keine objektiven Kriterien. Wenn es objektive Kriterien gibt, dann ist es keine Kunst mehr. Deswegen ist ja das Problem der Akademik. Also das ist schwierig. Also, und ja. Über Kunst, was inspiriert Sie? Oh, das ist verschieden. Das geht von Klangvorstellungen aus bis zu konzeptionellen Ideen oder von konzeptionellen oder von Programmen, von mathematischen Programmen oder also ganz verschieden. Da gibt es verschiedenste Dinge. Die Vorstellung, die Klangvorstellung ist aber eine vage Sache und ich versuche mich dieser Vorstellung oft anzunähern. Ich habe ja das gesagt mit dem Bildhauer des Klangs. Man darf sich das schon vorstellen. Ich arbeite mit Musik, ich mache viele Schichten. Viele, viele Schichten und dann klingt es immer. Und dann nehme ich wie ein Bildhauer, nehme ich Sachen weg, ja, und forme hier um. Ich höre es immer wieder, ich schaue es mir immer wieder an, ich höre es mir immer wieder an. Und diese Art von Arbeit, das ist deswegen Bildhauer der Zeit, weil Musik ist ja eine Kunst der Zeit. Ja.
Und welche Musik hören Sie am liebsten? Haben Sie Lieblingsmusik oder Bände? Ich höre alles gern. Also nicht jede Musik, aber ich höre jeden Stil gern. Also ob das von Sepultura, ich weiß nicht, kennt ihr Sepultura oder das ist eine Metal-Band, eine harte Metal-Band, bis Marilyn Manson oder Ligeti oder Beethoven oder Aida. Also ich höre jegliche Musik eigentlich sehr gern. Also ich mag auch Kitsch, also russischen Kitsch. Balalaika. Spaß. Aber auch das, nein, es gibt schöne russische Volkslieder. Schöne russische Volkslieder. Das ist wunderbar. Super. Und welche Ziele in Ihrem Beruf verfolgen Sie jetzt? Momentan warte ich, schwer zu sagen, ich muss warten. Momentan mache ich wenig Krise, ein bisschen Krise und ich programmiere gerade eine Sache für mich, ein Umfeld, ein Kompositionsumfeld und in diesem Kompositionsumfeld möchte ich neue Klänge für mich schaffen. Alles elektronisch natürlich und dann möchte ich weitermachen, aber langsam, Termine. Also, und Ihre Werke können als Performances bezeichnet werden und nicht als gewöhnliche Musikkompositionen. Warum ist das visuelle Interaktive so wichtig für Sie? Ja, das stimmt nicht. Das Visuelle ist nicht wichtig für mich. Das ist nur, weil ihr habt immerhin recherchiert, ihr habt viele Videos gesehen und das ist im Internet, aber das sind Tanzgeschichten, das sind Theatergeschichten, ja. Das ist Musik, also Oper und Tanztheater, aber das ist zufällig, das sind die Projekte, aber es gibt viele andere Projekte, die nur musikalisch sind. Also eigentlich ist das Visuelle nicht so wichtig für mich. Also ich arbeite auch mit theatralen Projekten, aber das Denken ist schon rein musikalisch. Also es ist keine Interaktion zwischen Musik, zwischen Videobild und Musik, das ist jetzt nicht das Ziel. Ich habe Projekte gemacht früher, wo es das auch gibt, so Interaktionen mit Elektronik und dann machen Leute was und dann passiert was mit der Musik, aber das ist momentan eigentlich nicht so wichtig. Also danke sehr. Für diese danke Interview. Sehr. Oh, Tom, so schnell. Ja, das ist sehr schnell. Oh, danke für dieses kurze Interview.